Ich heiße Leopold, bin 67 Jahre alt und seit einem Monat obdachlos. Runter fällt man schnell, aber das Hinaufkommen, ne? Da muss man halt schon dahinter sein, bis man halt wieder selbst ein bisschen reinkommt, wieder ins Leben. Und nicht lebendig begraben irgendwo, sondern eben lebt. Ne? Ich habe meine Lebensgefährtin 23 Jahre gepflegt und dann ist gestürzt, ins Pflegeheim gekommen und damit, weil ich keinen Mietvertrag gehabt habe, bin ich aus der Wohnung rausgeschmissen worden. Ne? Bevor ich daher bin, habe ich in dem Haus, wo ich gewohnt habe, habe ich eine Woche praktisch in Köln geschlafen, auf Farbkeben. Ich bin daher gekommen, ich habe gesagt, bitte schön, helft mir. Die hat sich gekümmert um mich, war dem Boot, glaube ich, 3-4 Mal umgefallen, wenn die nicht wem geschickt hätte. Mein Gewand, was ich angehabt habe, haben sie gleich alles weggeschmissen, ein neues Gewand gekriegt. Das Essen ist mir gebracht worden und alles. Also, ich glaube, ich hätte mich damals umgebracht, wenn mir da nicht mehr geholfen hätte. Dann ist man glücklich. Eigentlich im Leben so mal auf, mal runtergegangen. Ich bin damals in Deutschland gekündigt worden und bin mit nichts rübergekommen. Ne? Und da ist nachher die Gruft, ne? Die war nachher für mich also lebensrettend, kann man fast sagen, weil es war da Winter. Ne? Und da war die Gruft die Anlaufstelle für mich. Und die nicht gewesen wäre, wäre schlecht ausgegangen für mich. Die Gruft bedeutet mir viel. Man kriegt ein Essen, man kriegt irgendwo, kriegt man das in Wien nirgends. Also gibt es da noch gute Leute auch. Die kümmern sich um alles. Ne? Ja, sie steht nicht auf dem an, dass man was zum Wohnen hat und das, jedes Amt. Und wenn du woanders hingehst, die haben die dir zu. Das ist halt wie eine Heimat, kann man fast sagen. Ne? Weil man sich sicher fühlt da. Ne? Da ist der Bett, Unterkunft und der Essen, bis man halt wieder rauskommt. Ne? Von der ganzen Obdachlosigkeit. Ich wünsche mir, dass die Menschen also jeden gleich behandeln. Die fragt keiner um einen Grund, warum bist du obdachlos? Sondern du wirst ganz einfach in eine Art Mistkübel geschmissen. Ich glaube, bis mich angeschaut haben, die Leute, wo ich gewohnt habe, die haben dann Menschen weggeschmissen. Ja. Es sollte auch jeder ein bisschen mehr schauen und die Augen aufmachen. Bei uns würde ich gerade keiner irgendwo rein. Auch jeder hat sein Schicksal. Nicht? Auch da